Halbfinale im Niederrhein-Pokal. Der erste Finalist steht mit dem KFC Uerdingen bereits fest. Wer den Drittligisten am 25. Mai herausfordern wird, das entscheidet sich in der Partie zwischen dem Wuppertaler SV und dem 1. FC Monheim. Wo das Finale stattfinden wird, gibt der Fußballverband Niederrhein noch bekannt. Der 9. der Regionalliga West rund um Kapitän Gaetano Manno erwischt aber den besseren Start. Kommt hier in den roten Trikots von links nach rechts mit Kevin Hagemann. Doch aus Spitzenwinkel landet sein Versuch am Außennetz. Weiter geht's. Auch der Underdog versteckt sich keineswegs, spielt in der Anfangsphase der ersten Halbzeit richtig gut mit und kommt immer wieder zu guten Abschlüssen wie diesem. Und immer wieder geht es ab durch die Mitte. Da scheint Monheim die Wuppertaler Schwäche erkannt zu haben. Das ist Philipp Lehnert. Legt ab auf Eray Bastas. Bastas Uphoff rettet im letzten Moment. Es ist eine wirklich ausgeglichene Partie im ersten Durchgang. Kurz vor der Pause kommt nochmal Wuppertal nach vorne. Schöner Seitenwechsel auf Kevin Hagemann. Der legt rüber und da ist Enes Topal zur Stelle. Nach dem überragenden Diagonalpass von Kapitän Manno muss der 23-jährige Topal schlussendlich nur noch einschieben. Das 1:0 ist dann auch der Pausenstand. Halbzeit 2. Die Gäste sind jetzt natürlich gefordert, doch Bahadir in Chile ist gedanklich noch in der Kabine. Bedient hier völlig unbedrängt Wuppertal Semir Saric. Das muss das 2:0 sein. Und wenn man solche Geschenke vorne nicht annimmt, dann kriegt man im Fußball die Konsequenz häufig hinten. Genau wie hier. Noah Salau trifft erst den Ball nicht richtig und legt somit perfekt rüber zu Eray Bastas, der das Leder dann doch noch irgendwie über die Linie stochert. Nach 50 Minuten steht es also wieder unentschieden. Der Favorit aus der Regionalliga braucht allerdings nicht lange, um sich von dem Schock des Gegentreffers zu erholen. Ganz im Gegenteil. Nach einem Freistoß steigt Jan-Steffen Meyer am höchsten und der 26-jährige Sechser trifft nur 6 Minuten nach dem Ausgleich zur erneuten Wuppertaler Führung. Und jetzt ist richtig Stimmung in der Bude. Mit den Fans im Rücken drängen die Gastgeber auf das 3:1. Doch dieser Treffer von Semir Saric wird zu Recht aufgrund einer Abseitsposition abgepfiffen. In der Schlussviertelstunde fängt sich Monheim allerdings wieder. Von sich geschlagen geben scheinen die Mann von Coach Dennis Rüss absolut nichts hören zu wollen. Das ist Ufumwin, Osawe, doch Tobias Lippold nutzt diese Gelegenheit nicht. Aber der Oberligist bleibt am Drücker. Schöner Ball auf Tobias Lippold und wieder trifft der 25-Jährige das Tor nicht. Wir springen in die Nachspielzeit. Die Gäste werfen jetzt natürlich nochmal alles nach vorne, doch das immense Tempo von Semir Saric haben sie nicht einkalkuliert. Der 21-jährige Flügelflitzer schüttelt gefühlt ganz Monheim ab und bleibt auch vor dem Tor ganz cool. Das 3:1 ist dann natürlich auch die Entscheidung. In einer ausgeglichenen Partie gewinnt am Ende dann doch der Regionalligist und zieht ins Finale gegen Uerdingen ein. Enes Topal, der Torschütze zum 1:0, ist natürlich überglücklich. Wir sind darüber glücklich, dass wir jetzt ins Finale eingezogen sind, dass wir jetzt gegen Uerdingen spielen. Wir freuen uns extrem und ja, Flutlichtspiel ist immer schwer. Pokalfight angenommen, gewonnen, Haken dran und wir sind sehr glücklich drüber. Am Ende wird dann noch mit den Fans gefeiert. Wuppertal ist bereit für den Finaltag der Amateure am 25. Mai. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.